Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Situation an der syrisch-türkischen Grenze ist dramatisch und deshalb hat meine Fraktion diese Aktuelle Stunde beantragt. Zehntausende, vor allem viele Kurden, Kurdinnen sind auf der Flucht in der Region. Ich war selbst am Sonntag vor Ort und konnte mit eigenen Augen sehen, wie das Erdogan-Regime die Grenze zu Syrien für kurdische Flüchtlinge, Familien, Kinder, die mit ihrem Hab und Gut am Stacheldrahtzaun saßen, geschlossen hatte. Sie fliehen vor den Terrorgruppen des Islamischen Staates. Und die Dorfbevölkerung von der türkischen Seite, die helfen wollte, wurde mit Tränengas beschossen. Nahrung und Zelte, die sie mitgebracht hatten, wurde von türkischen Sicherheitskräften zerstört. Wer vor Ort ist, bekommt ein ganz anderes Bild, als es hier in den Medien vermittelt wird, auch was die große Anzahl Flüchtlinge anbetrifft, die angeblich jetzt über die Grenze gekommen seien. Ich habe sie nicht gesehen. Es gibt zweifelsohne sehr viele Flüchtlinge, aber sie werden eben bei weitem nicht alle über die Grenze gelassen. Und das ist in dieser Notsituation schlichtweg kriminell. Die Türkei muss die Grenzen öffnen für diese Flüchtlinge. Und wir brauchen viel mehr humanitäre Hilfe. Auch die UN oder der Rote Halbmond waren in dieser Region nicht vor Ort. Alle Hilfe in der Grenzstadt Suruç wird ausschließlich von der kurdischen Zivilbevölkerung in der Türkei geleistet, die zum Teil selbst sehr arm sind. Und was hat eigentlich die Bundesregierung gemacht? Ich habe von Ihnen zu dieser Situation vor Ort nichts gehört. Sie haben nicht einmal den türkischen Botschafter einbestellt, um gegen diese Politik zu protestieren. Ich finde das beschämend. Und haben Sie ernsthaft versucht, auf die Türkei einzuwirken, damit diese ihre Unterstützungspolitik für den Islamischen Staat aufgibt und die Grenzen stattdessen für die kurdischen Flüchtlinge öffnet? Die Berichte häufen sich nämlich, auch zum Beispiel in der New York Times, von Rekrutierungsmöglichkeiten des Islamischen Staates in der Türkei, von Krankenhausaufenthalten. Wir selbst haben auch gerade Berichte davon, dass zum Beispiel IS-Kämpfer aus Kobane mittlerweile in Urfa im Krankenhaus behandelt werden. Oder Ölverkäufe des Islamischen Staates an die Türkei und so weiter. Dass die türkische Grenze für IS-Kämpfer offen ist, aber für Flüchtlinge nicht, das ist inakzeptabel. Und die Bundesregierung betreibt da eine Politik des organisierten Wegschauens. Hier könnten Sie internationale Verantwortung zeigen, aber Sie übersetzen das ja nur noch mit Militärinterventionen, Waffenlieferung und imperialer Einflussnahme. Und Sie, Herr Roth, waren in Zypern, um die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei voranzutreiben. Ich bitte Sie wirklich, erklären Sie dies einmal der Öffentlichkeit hier im Land. Sie wollen ausgerechnet jetzt die Beitrittsverhandlungen mit dem Erdogan-Regime intensivieren, das diese Mörder des Islamischen Staates unterstützt hat und offenbar weiterhin unterstützt. Ich frage mich, sieht so Ihre angeblich wertegeleitete Außenpolitik aus? Wir brauchen endlich einen Kurswechsel in dieser Außenpolitik. Für eine Außenpolitik, die Verantwortung ernst nimmt und eben nicht mit den Sponsoren und Unterstützern des Islamischen Staates paktiert. Und deshalb fordern wir auch, dass Rüstungsexporte in die Türkei gestoppt werden und die stationierten Patriots und Bundeswehrsoldaten aus der Türkei abgezogen werden. Das wäre ein deutliches Zeichen. Stattdessen kriminalisieren Sie weiterhin hier in Deutschland ausgerechnet die kurdischen Organisationen, wie zum Beispiel die PKK, die im Norden Syriens und im Irak die einzigen waren, nachweislich, die die verfolgten Jesiden verteidigten und die sich auch jetzt verteidigen in Syrien gegen den Islamischen Staat. Die Linke setzt sich für ein Ende des PKK-Verbotes in Deutschland ein. Das ist überfällig. Die USA bombardieren nun völkerrechtswidrig Syrien in Verbund mit den Golfdiktaturen, ausgerechnet den Staaten, die zu den Brandstiftern im Nahen Osten gehören. Und die Kanzlerin rollt auch noch dem blutigen Diktator Katars in Berlin den roten Teppich aus. Das ist wirklich nicht mehr zu übertreffen. Wir lehnen auch diese US-Bombardierungen ab. Sie bedeuten neue Opfer, neue Fluchtbewegungen. Das ist keine Lösung für uns. Die katastrophale Situation im Nahen Osten mit diesen Millionen von Flüchtlingen, all dem Elend, ist nämlich die Folge der zahlreichen militärischen Interventionen in der Region, allen voran der Irakkrieg. Auch
der die Menschen dort ethnisch und religiös gespalten hat, und die Politik der Destabilisierung des syrischen Staates, diese massive Einmischung von außen, diese Regime-Change-Politik. Und nun werden sie diese Geister, die sie riefen, nicht mehr los. Den Preis zahlen die Menschen in der Region. Wir haben diese Politik von Anfang an abgelehnt. Wir fordern eine außenpolitische Wende, verantwortungsvolle, friedliche Politik, die alle Akteure in der Region einbezieht, auch den Iran, auch Russland, der die Zivilbevölkerung für eine politische Lösung mit einbezieht im Rahmen einer neuen Syrien-Initiative, die umfassend für eine politische Lösung streitet. Dann kommen wir vielleicht dazu, dass Menschen nicht mehr aus ihren Ländern fliehen müssen. Danke.